Du meinst. Ah, wir haben gerade ein Wetter draußen, da wird man einfach nicht wach. Von daher dachte ich mir, ist die perfekte Zeit, um mal wieder ein bisschen Realism Tactical Mode zu spielen. Vielleicht werde ich dabei wach, keine Ahnung. Habe auch schon hier einen halben Krug Kaffee mittlerweile weggeäxt. Ist einfach, das Wetter ist nicht schön. Es ist nicht schön. Na gut. Aber so das Haar hier im Auge ist ja schrecklich. Alter. Wer hat Haare erfunden? Na gut. Oh Gott, das hilft mit den, wo am Anfang gleich diese komischen Feuerdinger da kommen. Ah, dann machen wir das am besten. Wir haben keine Plasma-Waffe. Wieso treffe ich die Viecher nicht? Boah, mach ein bisschen langsamer hier. Boah, jeder.
Was macht der da hinten? Na komm. So. Ja, da mal wieder freuen wir ein bisschen. Hier noch ein paar Raketen rum vielleicht. Okay, okay. Das ist vielleicht eine schlechte Idee, Realism Tactical Mode zu spielen, wenn man müde ist, wenn man im Hintergrund etwas hochlädt und etwas downloadet. Irgendwie scheint der Rechner ab und zu ein bisschen träge zu reagieren. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Fuck! Von wo denn? Hä? Hinten ist doch gar keiner. Wieso hat mich denn gerade einer von hinten getroffen? Ah, egal. Wir haben noch 6% Leben. Fucking 6%. Das ist ein Witz. Ich weiß nicht, mit wie viel wir das Level angefangen haben, aber auf jeden Fall mit weit über 100. Wenn sich jemand fragt, warum ich gerade die ganzen Fässer hochjage, Risikobeseitigung. Risikobeseitigung. Was? Oh Gott, sollte speichern. Mit den Shadingern ist nicht zu spaßen. Vor allem nicht, wenn man 26% Leben hat. Oh. Einzelschuss, also hier, mit einer Kontrolle reicht auch aus. Lol. So, gut. Weiß ich schon mal, wen ich als nächstes ausschalte? Ah! Ich glaube, ich packe mich doch einfach wieder hin und schlafe den gesamten Tag einfach durch. Das ist... Nee, nee, ist nicht nett. Ist echt nicht nett. Ist das nicht.
Nein, ich will das nicht mehr. Stirb halt! Oh, das noch. Impfpäckel. Schön. Danke. Oh, danke. Da ja auch noch. Alter! Ich könnte mir noch gar nicht alles aufbereiten. Hä? Ich habe keine Kettensäge, keine Axt, kein Nichts, kein gar nichts. Naja, gut. Dann halt manuelle Verkloppung. Boah, Alter, diese Frame Drops. Gut, lassen wir das. Das wird hier, das dauert definitiv zu lange. Nein? So, okay. Pinky sind weg. Wo war jetzt wieder Kakodemon? Aha. Wie gerufen. Wie bestellt einfach. Ach, dieser. Ach, der hat da gerade geschossen. Ich dachte, da oben wäre noch der Imp. Bin ich nicht mit einverstanden. Bin ich absolut nicht mit einverstanden. Ah, kommt her. Die leben beide noch. Geht doch. Warum sind es denn drei? Noch einer? Nein. Ah, genau der. Oh Gott, das ist noch eine. Alter, nicht wieder. Nein, nein, nein. Rückzug, Waffen wechseln und Angriff. Und zwar frontalos mit der Wandlos. Komm doch mal her jetzt hier. Ah ja, scheiße. Kommst du gleich dran. Erstmal die Prioritäten klären. So, jetzt kommst du dran. Bitteschön. Immer diese ungeduldigen Imps, ja? Die können sich auch mal zur Abwechslung selber umbringen, muss ich jetzt nicht die ganze Zeit machen. Na komm, 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 komm. Hab ich schon gesehen hier. Komm her. Nein, nicht du. Ich meine den roten Freund. Der da. Na ja, komm, 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 komm. Du kommst jetzt sowas von dir. Ich hau dich sowas von. Hey, kommst jetzt. Ich. Entweder du kommst runter oder ich hol dir einen runter. Ich glaube, damit meint man was anderes. Na ja, hab dich schon gesehen.
Komm her, komm her, komm her. Dankeschön. Nein? Nein? Geht doch. Ah. Impfstern, Flieg und Sieg. So, noch mehr ungewöhnliche Gäste hier irgendwie. Die kommen mir gerne in meinem 3- oder 5er-Pack. Vollpfosten. Also ich muss gerade sagen, abgesehen dass von der Stelle, wo wir da von den Menkebis umgeben waren, da mussten wir zwar manchmal neu laden, weil, ja, aber jetzt, so danach, haben wir es von 1% Leben wieder relativ gut hoch geschafft, relativ gut geschafft, uns wieder hochzurappeln. Und noch mehr? So, gut, haben wir schon mal. Brauchen wir jetzt bloß mal ein bisschen gucken, ob noch Munition rumliegt. So wie das hier zum Beispiel. Oh, ich kann auch ein bisschen leben. Mein Gott, das ist ja schon mehr als erwartet hier. Gut, okay. Dann gehen wir mal in die nächste Runde. Ich hasse es, wenn man an diese Pickys immer mehr verschwenden muss, als sie eigentlich wert sind. Gut, so gesehen dürfte man gar nicht auf die schießen. Oh, großes Health Pack. Aha. Passt genau. Das Ding bietet 25 Leben, wir brauchen 24 Leben, also besser kann es quasi gar nicht sein, außer wir hatten 75% Leben. Aber gut, Einlebenverschwendung, ich schätze mal, das kann man auch schon als optimal bezeichnen. Also, es ist zwar nicht perfekt, aber nahezu perfekt. Hä? Hallo? Hä? LOL! Diese Linie darfst du nicht überschreiten. Interessant. Why? So, gehen wir mal raus hier. Okay. Gut. Die Munition sieht auch wieder relativ gut aus.
Danke schön, danke, danke. Vielen Dank, dass ihr ein Stück gelobt habt. Ihr Flugkapitän. Brauchen wir nicht. Noch nicht. Oh! Ich habe meine Felder noch gar nicht nachgeladen gehabt. Interessant. Ah, kommt mal her. Diese scheiß Stufe. Wo sind das? Wo? Hier waren noch gerade zwei. Mach mich immer nicht ruschig, okay? Hier waren zwei. Wo ist der zweite? Also sind alle bekloppt, ja. Sind alle. Okay, ich weiß wieder, warum wir die zweite noch nicht nachgeladen hatten. Das war ja so ein Taktikmodus, kann man ja nicht mehr doppelhändig spielen, außer jetzt wollen wir es halt doch dann. Wow. Okay, also praktisch, ja, Workaround quasi. In den Dualmodus einfach mit der Dualtaste. Bap. Obwohl man das ja eigentlich nicht können sollen tun. Ja? Und um wieder in den Einmodus zu gehen, einfach die Taste, um die Waffe auszuwählen. Also in meinem Fall halt die Taste 2. Bap. Weil genau das soll eigentlich nicht funktionieren. Nicht dazu wieder zurücknehmen. Aber gut. Lassen wir das. Ist trotzdem witzig. Shotgun. Gott, wird hart geschossen. Scharf geschossen. Fuck, ich bin zu spät ausgewichen. Ich hab nicht gespeichert. Wollt ihr mich ficken, die ficken? Schon wieder nur einer. Blick ich nicht. Oder hat uns der hier von auch schon überrascht? Kann man hier auch schon rausgekrischen, gekrochen. Aus seinem dreckigen Loch. Wow, wäre beinahe wieder zu spät gewesen hier. Ah, der Ding hier, man macht mich hier schon wieder nervös. Da werde ich garantiert gleich wieder hängen. Wow! Halleluja!
Ist er weg? Hab ich ihn erledigt? Ja. Nein. Oh, Alter. Hä? Ah, okay, ja. Hab mir die falsche Taste gedrückt. Ich wollte gerade die hier. Hab aber bei der Taste, statt die zum Zurücknehmen, habe ich die zum Nachladen gedrückt. Und dabei kommt hier dieser komische Grafik. Kauderwelsch. Interessant. Gut, mal speichern. Und jetzt versuche ich erstmal hier diesen Cyber Demon. Diesen. Den da. Oh. Sind jetzt sogar schon zwei. Halleluja. Halleluja. Alter! Von wo schießt der? Ach, von der. Alter, leck mit am Arsch. Der kann ich ja nicht mehr hinzielen. Gut, ich mache jetzt einen riskanten Move. Ich tapp einfach mal hier runter. Ja, das war zu heftig, das ist. Was macht der da unten? Ich brauche keinen Arzt. Noch nicht. Noch halte ich es durch. Alter, man sieht ihn aber auch nicht durch diese scheiß Empfangsschüsseln. Was wollen die mit Kabelanschluss? Kabel, war ich schon. Satellitenanschluss. Meine Fresse, Alter. Wie soll man das denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn Hilfe? Okay. Ich dachte, der wäre noch dahinter, hinter dem Pfosten. Also praktisch. Ich stehe da, er steht da, er kann also nicht durchschießen. Konnte er aber doch. Wichser. War bestimmt gescheatet. Die AI kann ich auch cheaten. Habe ich die neue Lust? Oh, Alter, diese Schräge hier. Ah, hab doch gewusst. Alter, ist ja, wenn man aus zwei Ebenen beschossen wird, das ist so irritierend, weil man kann halt immer nur, wenn ich so gucke, dann kann ich halt nicht, ich meine im echten Leben, wenn man runter guckt, kann man ja aus dem Augenwinkel auch noch nach oben sehen, wenn da was ankommt, aber hier ist halt der Bildschirm zu Ende, da sieht man nichts mehr, das ist so behindert. Ist das der da? Vielleicht kriege ich den jetzt so. Alter, ich hab nicht mal erwischt. Oh, scheiß Lampe. Habt ihr gesagt, ich bleib da hängen. Irgendwann. In einem Land vor unserer Zeit. So. War das jetzt hier von oben? Ja doch, das war der. Ja, das war der. Lol. Okay. Ich dachte, der war da oben irgendwo auf einer Plattform oder sowas. Wow. Farbspektakel hier, ey. Das ist ja herzallerliebst. Gut, alle weg. Okay. Sehr schön. Gut, dann kann ich mich jetzt um die hier unten kümmern. Hoffentlich. Da hat sich echt noch einer hinter diesem Kakelnight versteckt. Oder, nee, das ist. Ich hab den gar nicht abgeschossen. Stimmt. Fuck, ich hab den ersten gar nicht abgeschossen. Ich dachte, vier Kugeln reichen. Ich wollte doch sparen.
Okay, kommt dieser Kerl hier. Bam, danke schön. Oh! Auch lieb. Okay, jetzt wage ich mich mit mir mal von hier. Ah, die Kacke. Von hier aus weiter ist eigentlich ein relativ guter Fruchtpunkt hier. Lol. Ja! Es ist immer das Gleiche. Ich will nicht mehr leben. Gut, die da oben können wir erstmal nichts, weil die da immer gegen die Wand schießen. Oh, doch. Fuck. Gestern standen wir vor dem Abgrund und heute sind wir einen Schritt weiter. So, Nummer 1 weg. Komm. Wir waren doch gerade. Wie verarschen hier? Soll mal ein bisschen hier vorstoßen, das ist ja hier. Wird ja langsam langweilig. Sagte er und machte sich vor Aufregung in die Hose. Okay. Gut, jetzt sind die da oben. Ach, das war der Rote, der dafür rumgelaufen ist. Jetzt ist der, der normalerweise hier stand. Der ist auch runtergesprungen oder runtergefallen. Alter, was? Bist du auf Steroide oder was? Ist ja schlimm hier. Mehr gibt's hier oben nicht. Keine Super Bazooka, keine MG 9000. Zilli. 9000? Ja, komm jetzt. Da. Okay. Mehr gibt's hier erstmal nicht. Gut, das brauchen wir diesmal nicht. Diesmal, ja. Ja. Haben wir es nicht so dumm angestellt? Ja, hallo? Oh, Alter, diese Lampe hier, die ist ja sowas von. Gut. Dann nehmen wir lieber das hier. Die andere brauchen wir noch nicht, weil da gibt es gleich 12 Munition. Das wäre super Verschwendung gewesen. Von daher lassen wir die erstmal. So, dich nehmen wir mit. Gibt es da noch mehr Munition? Ja, hier draußen gibt es noch Munition. Da. Perfekt. Na, wir brauchen noch 30 Schuss. Da sind wir komplett. Gibt es hier noch für was? Nee, ne? Ne, hier noch, hier haben wir alles. Okay, dann geht's ja zum nächsten Posten. Der blauen Karte. Okay. Nichts. Diese Map ist so geizig. Oh Gott, das haben wir das mit den Spinnen, ne? Oh Gott, Alter. Und wir haben keine Plasma-Waffen. Oh Gott. Ich will das nicht.
Wovon habe ich gerade Instant Schaden bekommen? Ich krieg von hinten Schaden. Zumindest werde ich nach vorne geschleudert. Oder kriege ich durch die Raketen? Ja. Der Sprengradius von den Raketen. Warum werde ich denn zu den Dingern hingeschleudert? Dann müsste ich doch weggeschleudert werden. Vor allem, wenn ich mit der Rakete wieder nicht schießen kann. Warum soll ich die denn jetzt bitte tun? Das war mit Abstand größte Munitionsverschwendung, aber es geht ja nicht anders. Alter, das behindert, dass wir keine Raketen benutzen können. Ey, das ist doch... Nein, das darf doch nicht wahr sein. Hab ich jetzt irgendwo mal noch ein großes Pack? Ja, wir können losfahren. Mann, ich will... Na gut, dann nicht. Dann nicht. Na komm jetzt. Das ist doch ruf da. Es hat Spinner. Na gut. Jetzt ist aber noch ein bisschen Schrotmunition. Hat hier noch was rum? Na gut, kommen wir. Uns fehlen 4 Schrot, das ist. Reicht aus. Na komm jetzt. Ah, na ja. Na komm, 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 komm. Unknown Script. Ja, das wurde auch angemeckert bei der neuen Version, bei dem Release-Kandidat 4. Da gibt es diese Meldung extrem oft. Also da sind wir ja hier, ist ein Skript, was immer wieder kommt. Und bei dem Release-Kandidat 4 soll das wohl noch schlimmer sein. Oder spielen wir gerade mit dem Release-Kandidat 4 sogar? Ja doch, ah ja, okay, ich spiele mit dem Kandidat 4, also genau. Dieser Fehler hier, der ist auch noch, wurde auch noch angekreidet, da hoffen wir auch, dass der bis zum Release auch nochmal gefixt wird, weil das ist ja, man sieht ja, nach jedem Ding, ja, kommt erstmal eine Reihe voller Spams. Vor allem, dass die Konsole dann voll gespammt, ist ja die eine Sache. Sieht nicht schön aus, aber gut. Aber vor allen Dingen bedeutet das, dass irgendwas Internet funktioniert, ne? Und das ist dann wieder nicht so gut. Ich meine, das war ja, wir hatten ja damals. Ja, eben, das war Extermination Day. Bei einer der letzten Maps, da ist ja, da war am Ende so ein Secret und um das zu öffnen, muss man Schalter betätigen. Dieser Schalter hat aber nicht funktioniert, da kam auch mal die Meldung mit Skript nicht gefunden oder Skript konnte nicht ausgeführt werden oder irgendwie sowas. Naja, wenn das hier natürlich genau sowas ist, dann heißt das, dass dadurch irgendwelche Sachen nicht funktionieren in der Map. Logischerweise. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Deswegen hoffen wir ganz dolle, dass das noch bis zum Release gefixt wird. Ich meine, wenn nicht, wäre es auch nicht so schlimm. Ich meine, das ist vielleicht eine kleine Sache in der Map, die nicht funktioniert, aber es wäre trotzdem schöner, wenn es gefixt wird. Von daher würde ich mal sorgen. Ja, dann mache ich noch eine. Ich glaube, ich mache noch eine. Ich bin jetzt mittlerweile wieder wach. Also die Aufgabe hat das Programm erfüllt. Ich bin wach, endlich. Aber ich glaube, ich bin trotzdem noch eine Map. Von daher, bis gleich.